oder aus seinem Baumenü. Halten Sie dann die Shift-Taste gedrückt. Jetzt können Sie das Gebäude mit Hilfe der Maus drehen. Wenn Sie die Taste wieder loslassen, bleibt das Gebäude in der zuletzt gewählten Position. Ob Sie das Gebäude in dieser Position tatsächlich an der gewünschten Stelle platzieren können, erkennen Sie erst, wenn Sie die Shift-Taste loslassen. Das Drehen kann Laufwege verkürzen und erlaubt es unter Umständen, ein Gebäude auch dann zu platzieren, wenn es in der Standardausrichtung nicht passen würde. Gut gemacht. Um neue Gebäude und mächtigere Einheiten bauen zu können, müssen Sie zunächst Epoche 2 erforschen. Wählen Sie dafür das Haupthaus aus und klicken Sie auf den Button für Epoche 2. Schade, dass ich meinen Kaffee nicht mehr habe. Vielleicht ihn in der ersten Aufnahme ausgetrunken habe, leider. Mein armer Kaffee. Ja, bitte. Manche Leute sagen zwar, dass es wahrscheinlich Kaffee heißt, aber das heißt eigentlich Kaffee. Und das ist bloß hier dialektbedingt. Wenn jemand Kaffee oder Kaffee sagt. Ausgezeichnet. Arbeit? Aber wieder eine so faul, dass er rumläuft. Fußtruppen werden in der Kaserne produziert. Im Laufe des Spiels werden sie jedoch auch Gebäude errichten, die andere Kampfeinheiten produzieren können. Vorläufig genügt ihnen jedoch die Kaserne. Okay. Ja. Sicher. Smilodon. 600 Lebenspunkte. Gibt 18 Schädel bei Tötung. Puh, Alter, jetzt muss ich richtig niesen. Dann tränen mir gleich die Augen. So ist es genau richtig. Jede Einheit ist im Kampf gegen einen bestimmten Gegnertypus besonders effektiv. Gegnertypus. Speerwerferinnen sind beispielsweise besonders stark, wenn sie gegen Tiere oder berittene Gegner eingesetzt werden. Bauen Sie jetzt 4 Speerwerferinnen. Bauen Sie. Alle Objekte, die ausgewählt werden können, verfügen auch über einen Tooltip. Dieser wird in dem kleinen Fenster rechts über der Minimap angezeigt, wenn Sie mit der Maus auf das Objekt zeigen. Dort wird in kompakter Form alles Wissenswerte zu einer Einheit oder einem Gebäude angezeigt. Wählt man das Objekt aus, erhält man in dem Infofenster unten links ausführliche Informationen, beispielsweise die genauen Kampfwerte. Sehr gut. Wie viele dieser Katzen hier töten? Es gibt immer noch mehr. Es muss irgendwo einen Bau geben, in dem sie ihre Jungen großziehen. Na komm, den heben wir aus. Wie bereits erwähnt, ist jede Einheit gegen bestimmte Gegner besonders effektiv. Umgekehrt haben sie aber auch Schwächen gegen manche Gegner. Speerwerferinnen eignen sich hervorragend, um gegen Tiere oder berittene Einheiten vorzugehen, sind aber schlecht im Kampf gegen Fußtruppen, Fahrzeuge und Gebäude. Sie können alle Einheiten einer bestimmten Art auf einmal selektieren, indem sie auf eine Einheit doppelklicken. Der Army-Controller auf der linken Bildschirmseite bietet eine schnelle Übersicht über alle Einheiten in ihrem Besitz.
Mit der Tabulator-Taste oder durch einen Klick auf den Epochenbalken kann man den Army-Controller auf- und zuklappen. Aufgeklappt sehen Sie alle Einheiten, zugeklappt nur diejenigen, die sich im Kampf befinden oder ohne Beschäftigung sind. Mit einem Klick auf eine Einheit oder durch Aufziehen eines Auswahlrahmens kann man auch im Army-Controller Einheiten oder Gruppen auswählen. Okay. Ich höre. Bin unterwegs. Nahrung kann man nicht nur an Land finden. Mit Fischerbooten können sie Fischgründe abernten. Das Fischerboot liefert die gefangene Nahrung dann am nächstgelegenen Hafen ab. Okay. Das Fischerboot ist. Die Spuren führen direkt auf den kleinen Hügel zu. Haltet eure Waffen bereit. Nee, ne? Ach, die haben hier noch keine Hotkeys. Alle Tiere reagieren gleich. Es gibt aggressive Tiere, die sofort angreifen, wenn man in ihre Nähe kommt. Und friedliche Tiere, die vor einem Kampf davonlaufen. Neutrale Tiere greifen zwar nicht an, wehren sich aber, wenn sie angegriffen werden. Feige Tiere. Die meisten Tiere leben in Herden und helfen sich gegenseitig bei Gefahr. Jungtiere schlüpfen aus Nestern. Diese müssen zerstört werden, um zu verhindern, dass weitere Tiere nachwachsen. Wenn Sie genug Schädel dafür haben, können Sie Einheiten befördern. Klicken Sie dafür einfach auf den entsprechenden Button im Aktionsmenü. Man kann auch eine Einheit im Army-Controller mit gedrückter linker Maustaste in die nächste Stufe ziehen. Helden erhalten durch Beförderung Spezialfähigkeiten. So, jetzt nur noch die Trophäen okay. In den Kamin hängen und fertig. Gratuliere. Das muss gefeiert werden. Wer von euch kann am besten häuten und ausnehmen? Also meine Kürschlereiskills sind einfach übermäßig gut. Diese Overpro-like. Ein. Ach. Lol, was? Ach so, dann kommen sie wieder zurück. Na. Einfach oben dieses Schild mit Viking Park drüber steht immer. Warum nutzen wir die Tiere nicht für unsere Zwecke? Willst du diese Schoßtiger züchten? Klingt ziemlich gefährlich. Ich dachte, sie lieben das Risiko. Ich halte Stinas Idee für ausgezeichnet. In einer Tierfarm können Tierkampfeinheiten gebaut werden. Diese gibt es in verschiedenen Stufen und Stärken. Megaloceros, Riesenhirsche, sind beispielsweise leichte Speereinheiten. In späteren Epochen kann man auch große Tiere wie Mammuts, Wollnashörner oder sogar Triceratops bauen. Ja, das geht. Wo habe ich eigentlich mein Handy hin? Ach, das habe ich weggelegt. Ist mir gerade aufgefallen. Was sonst liegt es hier immer nebendran, aber es ist noch aus. Da ich jetzt ein neues habe, nicht mehr so mein altes Nokia, ne, ich nehme so, hab hier so ein... Der Streitwagen oder der Rhino-Transporter können zusätzlich Fußtruppen einladen und mitnehmen. Diese sind im Transporter besonders gut geschützt. Außerdem ist ein Streitwagen wesentlich schneller als eine Infanterieeinheit. Weil ich nutze hier so, hab hier so ein Venus E1. So ein... Schon etwas älteres Handy, würde ich sagen. Ich weiß nicht. Vielleicht könnt ihr uns so mit dem... Ungefähr mit dem Samsung... mit dem Samsung Galaxy S3, glaube ich mal, ungefähr vergleichen oder so. Ich weiß es nicht. Aber das läuft auf jeden Fall hier so auf Android-Basis. Bauen Sie einen Bogenschützen und laden Sie ihn auf den Streitwagen. Was ich auf jeden Fall sehr gut finde. Android ist gar nicht schlecht. Da ich hier... sowieso dieses Mac iOS Dings da von Apple überhaupt nicht eigentlich nicht mag. Streitwagen oder Rhino Transporter platzieren können auch von dort auf Gegner schießen.
Einfach weil hier iOS-Dings halt. iOS finde ich jetzt nicht so super. Halte den Dieb. Der gehört mir. Nehmt besser den Streitwagen. Da, so viel ich weiß, ist es hier dieses iOS eigentlich, so viel ich weiß, von anderen Leuten umständlicher, die das haben. Da ist hier Android viel besser. Auf jeden Fall, mir gefällt Android. Ich will kämpfen. Hallo? Hallo? Was? Ich hab dir doch verboten, mir den Streitwagen zu machen. Und ich muss wieder die Sauerei wegmachen. Beeilen Sie sich. Ihnen bleibt nicht mehr viel Zeit. Vielleicht sollte ich das mal den Druiden vorschlagen. Oh, da kommt noch mehr. Ich nehme meine Kiste mit. Es scheint, als hätten wir das Diebeslager. Ein Späher hat die verschwundenen Gegenstände auf einer der Nachbarinseln entdeckt. Die holen wir uns schön zurück und die bösen Buben knüpfen wir uns auch gleich. Wir sollten unsere Truppen mitnehmen. Wer weiß, was uns auf der Insel erwartet. Artefakte können von jeder Einheit aufgenommen werden. Aber jede Einheit kann nur ein Artefakt tragen. Wenn die Einheit getötet wird, fällt das Artefakt zu Boden und kann von einer anderen Einheit aufgenommen werden. Es bietet sich daher an, Artefakte von besonders starken Einheiten aufheben zu lassen. Ich lasse den Helden. Das mache ich immer. Lasst uns kämpfen. Weil die sterben nicht so schnell wie so eine reguläre Einheit. Beispielsweise so eine Speerwerferin stirbt schneller als, nehmen wir jetzt mal Cole oder Bela. Speer steht bereit, ja. Was zu sichten? Oh, ich habe keine Nahrung mehr. Sie haben nicht genug Nahrung. Muss ich meine Nahrungstypen hier mal... Lol, jetzt habe ich 100 Nahrung. Von wo ich die auch immer hergekommen habe. Ach ja, stimmt, ja, von den Fischerbooten. Fällt mir gerade so by the way ein. Komm, machen wir mal so eine ganze Armee. Nur aus Axtkriegern. Der Stufe 1. Okay. Die Aufnahme, die läuft noch. Das ist sehr gut. Ich denke, man hätte aber jetzt jedes Mal immer überprüfen müssen, ob die Aufnahme läuft. Ich werde für euch kämpfen. Ja. Oder ich hau einfach nur auf den Hotkey drauf für die Aufnahme. Da ich das bei mir auf die 9 gelegt habe. Also auf dem anderen Ziffernblock. So, hier an den kleinen Ziffernblock-Tasten. Da habe ich das drauf gelegt. Schon unterwegs. Gut gemacht. Wieder mal da gut gemacht. Lol, wo rennen die hin? Die versuchen jetzt nicht wirklich allen Ernstes hier rüber zu laufen. Wohl überlegt.
Hier sind auch solche Spaten. Aber ich muss sagen, das ist eine ganz, ganz gute Sache hier mit dem Army Controller. Und das Spiel ist auch super. Finde den Weg. Finde den Weg. Finde den Weg. Cole, du nimmst das Artefakt dann mit auf. Was ist denn überhaupt das für ein Artefakt? Ach, Knochenamulett. Alle Einheiten des Spiels erhalten weniger Schaden durch gegnerische Tiereinheiten. Finden Sie das Artefakt und nehmen Sie es auf. Ja, willst du es noch sagen? Die Wirkung von Artefakten betrifft immer ihr ganzes Volk und nicht nur die jeweilige Einheit, die das Artefakt trägt. Artefakte bringen oft entscheidende Vorteile in Kämpfen. Ja, aber nur so lange, bis die Einheit lebt. Guckt euch das an. Sieht so aus, als wäre unser Dieb kein Einzeltäter. Ein kleiner Hand. Jetzt zeigt sich, wie gut wir vorbereitet sind. Ja, wie einfach Peter sagt so, ein kleiner Hannibal. Sie dürfen das Lager nicht erreichen. Helden dürfen nicht sterben. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt alle Aufgaben gemeistert. Dann geht's jetzt endlich los. Natürlich. Allerdings muss ich noch einiges vorbereiten. Ruht euch erst einmal aus. Das habt ihr euch wirklich verdient. Und da flüchten sie. Mit, glaube ich, mal gestohlenen Waren oder sowas. Das war auf jeden Fall nicht das letzte Mal, dass ich was von denen gehört habe. So, aber ich möchte jetzt bloß diese eine. Beim nächsten Mal machen wir hier dann gestrandet. Ja, Leute, also, dann würde ich mal sagen, bewertet den Part, je nachdem, wie euch gefallen hat. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls noch ein Abo da. Und natürlich, Sun Bros, praise the Sun. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!